بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Unser heutiger Unterricht und auch der in der letzten Woche findet unter nicht gängigen und normalen Umständen statt. Leider. Und wir alle haben mitbekommen, was gestern geschehen ist, wo 500 unschuldige Menschen ausgelöscht wurden. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Und uns leider nichts anderes übrig bleibt, momentan als Dua zu machen. Für die Verstorbenen, für die Hinterbliebenen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen dort Kraft gibt. Ich werde ganz am Ende nur ein, zwei Punkte noch erwähnen, die mir wichtig sind diesbezüglich. Weil es ist unglaublich wichtig, weil wir uns in einer Ausnahmesituation befinden. Auch hier in Berlin in einer Ausnahmesituation befinden. Da ist es wichtig, dass wir Muslime insha'Allah ta'ala trotz des Leides, trotz des Schmerzes, den wir verspüren, besonnen und richtig handeln. Weil am Ende, wir sind Muslime. Was heißt es, Muslim zu sein? Muslim zu sein bedeutet immer, قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah hat gesagt und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat gesagt. Leider gibt es viele, die das nicht berücksichtigen und die denken, indem sie auf eine bestimmte Art und Weise protestieren, dass sie damit etwas Gutes tun würden. Aber darauf werde ich am Ende nochmal inshallah ta'ala kurz zu sprechen kommen, wie ist denn das Herr. Und meine lieben Geschwister, auch wenn vielleicht das heutige Thema unserer heutigen Reihe, welche jetzt schon drei Wochen zurückliegt, weil leider in den letzten beiden Wochen immer wieder etwas dazwischen gekommen ist und Sheikh Mohammed Barakallahu Fi den Unterricht gemacht hat, auch wenn es vielleicht nicht direkt etwas mit den aktuellen Ereignissen zu tun hat, hat es doch am Ende indirekt sehr viel mit der aktuellen Situation zu tun. Wir sprechen ja seit 5 Wochen über eine Reise. Und zwar eine Reise, welche jeder Mensch vollziehen wird. Unabhängig davon, ob er Muslim ist, ob er nicht Muslim ist, ob er gut ist, ob er schlecht ist, ob er gerecht ist oder ob er ungerecht ist. Und das ist die Reise ins Jenseits. Und wir hatten uns in den letzten Wochen mit einer Zwischendimension beschäftigt gehabt. Man kann sagen, dass es sich hierbei um die dritte Phase im Leben eines Menschen handelt. Die erste Phase ist die im Mutterleib. Die zweite Phase ist die, in der wir uns gerade befinden, die Al-Hayatu Dunya. Die dritte Phase ist Al-Barzakh, über den wir sehr ausführlich gesprochen haben, was dort alles geschieht, die Fragen, die den Menschen gestellt werden, wie die Seele überhaupt den Körper verlässt. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, beginnen wir mit der vierten Phase, der letzten Phase. Und zwar der jüngste Tag. Und wir können als Muslime nur sagen, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala Maliki Yawmiddin ist, der Herrscher am Tage des Gerichts. Weil wir nämlich sehen, mit unseren eigenen Augen, dass es in dieser Dunya keine Gerechtigkeit gibt. Sie gibt es einfach nicht. Das sehen wir. Wir können das sehen im Internet, die vielen Videos, die verbreitet werden. Und leider auch eine schweigende Welt, welche solch ein Unrecht wa la hawla wa la quwwata illa billah zulässt. Und da fragt man sich, subhanallah, stellt euch mal vor, es würde kein Leben nach dem Tod geben. Stellt euch mal vor, es würde keinen jüngsten Tag geben, wo diese armen Menschen, welche zu Unrecht ihr Leben verloren haben, welche niemandem jemals ein Leid zugefügt haben. Kinder, Frauen, Kranke, Ältere. Stellt man sich die Frage, subhanallah, stellt euch mal vor, das wäre alles. Das wäre eine Katastrophe. Das,
Wie würden wir das aushalten? Aber wir wissen, subhanallah, es wird einen Tag geben, wo diese Menschen ihr Recht erhalten werden. In der Dunya bekommen sie ihr Recht nicht. Aber am jüngsten Tag werden sie ihr Recht bekommen. Und zwar vollständig. Und umgekehrt genauso. Die Tyrannen dieser Welt, die Ungerechten dieser Welt, die Verbrecher dieser Welt, wo sie sich auch immer befinden mögen. Sie denken, sie kommen davon. Sie denken, wenn sie ein paar Lügen erfinden, dann werden sie davonkommen. Sie haben ihr Amt gerettet. Aber meint ihr, bei Allah subhanahu wa ta'ala werden sie einfach so davonkommen? Nein, bei Allah, das werden sie nicht. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er wird diese Menschen zur Rechenschaft ziehen. Jeder, der Unrecht getan hat, egal ob groß oder klein, er wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen gehabt. Selbst wenn ich einfach nur von der Kriegsbeute, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufgezeigt hat, nur einen Miswak stehlen sollte, der mir nicht zusteht, er wird zu Feuer werden und ich muss dafür Rechenschaft ablegen. Das ist nur ein Miswak, den ich stehle. Jetzt kann man sich vorstellen, was ist mit Menschen, die ein ganzes Menschenleben auslöschen? Was ist mit Menschen, die hunderte Menschenleben auslöschen? Was ist mit Menschen, die tausende Menschenleben auslöschen? Und was ist mit Menschen, die Millionen Menschenleben auslöschen? Ich will gar nicht wissen, was mit diesen Menschen sein wird. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, er ist Maliki Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichts. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, diese Menschen, die Unrecht getan haben, sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Und glaubt ja nicht, dass Allah unachtsam ist dessen, was die Ungerechten tun. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Er gewährt ihnen einen Aufschub für einen Tag, wo die Blicke starr werden. Starr vor Angst, weil sie jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. Und jetzt gibt es keine Medien, die Lügen und Tatsachen vertreten. Jetzt gibt es keine Mächtigen mehr, die korrupt sind, die du bezahlen kannst, sodass sie dich retten. Nein, du stehst vor Allah und da wird alles zum Vorschein kommen. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Wenn die Erde beben wird. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا Und die Erde ihre Gewichte hervorbringen wird. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا Und der Mensch sagen wird, was ist los mit ihr? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا An jenem Tag wird sie ihre Nachrichten berichten. Das sind die wahren Nachrichten. Nicht gelogene Nachrichten, wo Tatsachen verdreht werden. Wahre Nachrichten. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها Weil ihr Herr ihr das eingegeben hat. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم An jenem Tag werden die Menschen يصدر الناس أشتاتا sich verteilen, verbreiten, Gruppen werden. Warum? Damit sie ihre Taten sehen werden. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Wer eine gute Tat vollzieht, selbst wenn sie nur so gering sein sollte, wie das Gewicht einer Zarre, eines Atoms oder wie klein auch immer, so wird er es sehen. Und umgekehrt genauso. Wenn du Unrecht tust, auch wenn es nur so klein ist, wie das Gewicht einer Habbe, einer Zarre, eines Atoms oder was auch immer, es wird gesehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist gerecht. Und dementsprechend, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist eng verbunden mit den aktuellen Ereignissen, die wir momentan auf der Welt sehen. Unrecht wird in dieser Dunya nicht wieder gut gemacht werden können. Das ist schwierig. Manchmal ja, aber sehr selten. Aber meistens kommen diejenigen, die das größte Unrecht getan haben, davon. Was ist mit denjenigen, die den Irakkrieg damals angezettelt haben, wo über 1 Million Iraker ihr Leben verloren haben, aufgrund einer Lüge?
Aufgrund was? Einer Lüge. Stellt euch mal vor, du lügst und aufgrund deiner Lüge verlieren Millionen Menschen ihr Leben, ihre Heimat, ihr Hab und Gut. Wegen einer Lüge, die du verbreitet hast und mit der du einen ungerechten Krieg angezettelt hast. Und dann kommen dann die Politiker, die das damals unterstützt haben und sagen, ja, Wahrheit so. Ja, in der Dunja kommst du davon. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala wirst du nicht davon kommen. Er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Weil du für dieses Blut verantwortlich bist, was zu Unrecht geflossen wurde. Und dasselbe geht auch für heute. Und zu jeder Zeit und an jedem Ort. Wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, meine lieben Geschwister, eine Einleitung machen zu der vierten Phase. Zu der letzten Phase auf unserer Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Tag der Auferstehung. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir uns mit den Namen vom Tag der Auferstehung beschäftigen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat den Tag der Auferstehung, den jüngsten Tag im Koran, vielfach mit unterschiedlichen Namen erwähnt. Und die Gelehrten sagen, immer dann, wenn eine Sache viele Namen bekommt, dann deutet das worauf hin, dass es sich um eine gewaltige Angelegenheit handelt. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, er hat mindestens 99 Namen, aber viel mehr Namen, die wir nicht kennen, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer dieses Universums ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat viele Namen, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, wie er es berichtete sallallahu alaihi wa sallam, was auf seine Stellung hindeutet, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Und der jüngste Tag, er hat ebenfalls sehr, sehr viele Namen. Und wir wollen uns einige der wichtigsten Namen des jüngsten Tages etwas näher anschauen und schauen, was diese Namen bedeuten. Es wird über, also die Gelehrten, sie haben, wie gesagt, viele dieser Namen gesammelt. Und Imam al-Ghazali und Imam al-Qurtubi und einige andere, wie es Ibn Hajar al-Asqalani gesagt hat, haben 50 Namen für den jüngsten Tag gesammelt. Wobei einige dieser Namen nicht wirklich Namen sind, die man so eins zu eins im Koran findet, sondern eher Beschreibungen, die sie genommen haben aus einigen Ayat für den jüngsten Tag. Und dementsprechend werden wir heute nicht auf die 50 Namen eingehen, sondern wir werden uns mit den wichtigsten dieser Namen, die wirklich so im Koran stehen, für den jüngsten Tag dann auch beschäftigen und schauen, was diese Namen bedeuten und worauf diese Namen überhaupt hindeuten. Das ist das, insha'Allah ta'ala, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Als eine Einleitung zu dieser gewaltigen Phase. Das, was alle Menschen erwarten wird. Und der wohl bekannteste Name, den wir auch immer wieder im Koran finden, ist welcher Name? Und zwar Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah. Was bedeutet das eigentlich, Yawm al-Qiyamah? Also ich nehme mal jetzt ein, zwei Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala auch den Begriff Yawm al-Qiyamah verwendet. Und zwar Allah ta'ala, er sagt in Surat al-Nisa, Surat Nummer 4, Vers 87, Allahu la ilaha illa hu, la yajma'annakum ila yawmi al-Qiyamati la raiba fi. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, er wird euch versammeln zum Yawm al-Qiyamah, an dem es keinen Zweifel geben wird. Und viele andere Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah erwähnt. Yawm al-Qiyamah kommt von dem Verb Qama. Qiyaman. Was heißt Qama Qiyaman? Aufstehen. Qama bedeutet einfach so viel wie aufstehen. Und warum heißt das jetzt Qama Qiyaman? Und nicht, warum heißt es Qiyama mit Tamarbuta und nicht Qiyama? Und zwar haben die Gelehrten gesagt, dieses Ta der Anis, dieses Ta der Weiblichkeit, das wird hinzugefügt, wenn ich eine Sache noch deutlicher hervorheben möchte. Es ist also eine Art was? Steigerungsform. Man nennt das auf Arabisch Sirat al-Mubalagha.
Die Form der Steigerung. Sirat al-Mubalara. Die Form der Steigerung. Und deswegen heißt es nicht Yawm al-Qiyam, sondern Yawm al-Qiyama. Der Tag der Auferstehung. Der Tag, an dem die Menschen stehen werden. Sie werden wirklich stehen. Viele Menschen wollen an diesem Tag sitzen, aber können nicht sitzen. Viele Menschen wollen sich an diesem Tag ausruhen, aber es wird an diesem Tag keine Ruhe geben. Sie werden auferstehen, wie wir noch sehen werden, aus ihren Gräbern. Sie werden aus ihren Gräbern herauskriechen und daraufhin stehen. Und sie werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, um Rechenschaft abzulegen für all ihre Taten. Deshalb nennt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag Yawm al-Qiyamah, der Tag der Auferstehung. Allah ta'ala, er sagt, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Und plötzlich stehen sie und schauen. Sie waren erst unter der Erde gewesen, wie in einer Art Schlaf. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِينَا. Sie werden sagen, oh wehe uns, wer hat uns aus unserem Schlaf erweckt? Sie haben nicht geschlafen, aber für sie ist das wie ein Schlaf gewesen. Und plötzlich, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Und plötzlich stehen sie und sie schauen. Und jetzt geschieht genau das, was die Propheten immer berichtet haben. Das, worüber sich einige lustig gemacht haben. Sie sehen, es ist die Wahrheit. Das ist يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Kommen wir zum nächsten Begriff. Und zwar Al-Yawm Al-Akhir. Al-Yawm Al-Akhir. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das immer wieder im Koran. Ja? Und Allah ta'ala, er sagt beispielsweise in Surat Al-Baqarah, Vers Nummer 177, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ Al-Akhir. Frömmigkeit, Rechtschaffenheit ist vielmehr was? Dass man an Allah glaubt und an den Yawm al-Akhir. Was bedeutet Al-Yawm al-Akhir übersetzt? Al-Yawm al-Akhir übersetzt heißt einfach nur der letzte Tag. Allah Ta'ala, er bezeichnet den jüngsten Tag einfach als was? Als letzten Tag. Um uns zu ermahnen, uns aufzuzeigen, danach wird es nichts mehr geben. Es kommt nichts mehr danach. Du hast keine Möglichkeit mehr, dort irgendetwas zu verändern. Es ist Khulud, Fala Maut, Ewigkeit. Es wird kein Tod mehr geben. Du hast keine Möglichkeit mehr neu anzufangen. Deine Taten sind abgeschlossen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendetwas an deinem Schicksal zu verändern. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du weißt, du kannst an deinem Schicksal nichts mehr verändern. Es geht nicht mehr, Khalas, es ist vorüber. Was muss das für ein Gefühl sein in der Dunya? Was für ein deprimierendes Gefühl muss das sein? Du weißt, du kannst nichts mehr ändern. Das ist jetzt deine Endstufe. Wenn du dich angestrengt hast und erfolgreich gewesen bist, dann sagst du Alhamdulillah, dann freust du dich darüber. Weil dein Erfolg jetzt von Dauer ist. Gehörst du aber zu den Verlustreichen, zu denjenigen, die verloren haben, dann wirst du es bereuen. Und wie du es bereuen wirst. Und deswegen Al-Yawm Al-Akhir. Es ist der letzte Tag, es ist vorüber. Dieser Tag, er wird uns erwarten. Aber dort können wir nichts mehr ändern. Dann, als nächstes, haben wir einfach nur As-Sa'ah. Allah subhanahu wa ta'ala, er bezeichnet den jüngsten Tag einfach als was? Als As-Sa'ah. Mit Al. Es ist nicht irgendeine Stunde, sondern es ist die Stunde. Es ist die Stunde, die wir alle erwarten werden. Es ist die Stunde, welche plötzlich hereinbrechen wird. Allah Ta'ala, er sagt in Surat Al-Hijr, Vers Nummer 85, وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. Und die Stunde, sie wird wahrlich eintreten, sie wird wahrlich kommen. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا. Die Stunde, sie wird kommen.
Ja, ayyuha an-nas ittaqu rabbakum in zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Der erste Vers von Surat Al-Hajj. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Wahrlich, das Beben der Stunde ist etwas Gewaltiges. La ilaha illallah. Einfach nur die Stunde, die eintreten wird. Und die Gelehrten, sie haben unterschieden zwischen der großen Stunde, As-Sa'atul Kubra, und zwischen der kleinen Stunde, As-Sa'atul Sughra. Was ist der Unterschied zwischen der großen Stunde und zwischen der kleinen Stunde? Zwischen der kleinen Stunde fehlen 1 Stunde. Genau. Die kleine Stunde ist deine ganz persönliche, individuelle Stunde. Der Moment, wo du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wirst. Und diese Stunde kommt plötzlich. Wir wissen nicht genau, wann sie eintreten wird. Und deswegen muss ich immer vorbereitet sein auf diesen Moment, wo meine Stunde, meine ganz persönliche Stunde eintreten wird. Indem ich immer wieder an mir arbeite, immer wieder versuche, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten für meine Sünden. Und dann die As-Sa'atul Kubra. Und das ist dann die Stunde, welche die gesamte Menschheit betreffen wird. Und auch sie wird plötzlich kommen. Und bei der As-Sa'atul Kubra wird es immer noch Menschen geben, die auf der Erde sein werden. Und wir werden noch sehen, sie wird plötzlich hereinbrechen. Zu diesem Zeitpunkt werden zwar keine gläubigen Menschen mehr auf der Erde sein, aber sie wird plötzlich hereinbrechen. Die Menschen werden komplett unvorbereitet sein. Und als nächstes haben wir den Namen Yawm al-Ba'ath. Yawm al-Ba'ath. Was bedeutet denn das Wort al-Ba'ath? Yawm al-Ba'ath, was bedeutet das eigentlich? Der Tag von al-Ba'ath. Ba'ath. Jemanden schicken. Gemeint damit ist was? Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Toten schickt, dass sie wieder auferstehen. Dass er die Toten schickt, um wieder aufzuerstehen. Al-Ihya'u min Allah ta'ala lil-Mauta. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Toten wiederbelebt, sodass sie auferstehen werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er bezeichnet den jüngsten Tag als Yawm al-Ba'ath. Allah Ta'ala, er sagt ebenfalls in Surat al-Hajj, Ya ayyuhal nasu, in kuntum fi raybin min al-Ba'athi, fa inna khalaqnakum min turab. O ihr Menschen, wenn ihr Zweifel habt an der Auferstehung, so haben wir euch aus Erde erschaffen. Und dann sozusagen geht es weiter. Das ist die Ayah Nummer 5 in Surat al-Hajj. Ebenfalls sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wa qala alladhina utul ilma wal iman, لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. سورة الروم Vers Nummer 56. Und diejenigen, die Wissen haben und die Iman haben, sie sagen, ihr bliebt im Buche Allahs bis zum Tag der Auferstehung. Das ist jetzt der Tag der Auferstehung. Das ist der Tag der Auferstehung, wo alle Menschen wieder auferstehen werden und dann vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Dann, Yawm al-Khuruj. Yawm al-Khuruj. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. An jenem Tag, wo sie den Schrei in Wahrheit hören werden, jener Tag ist der Tag, wo sie hinauskommen werden. Warum heißt dieser Tag Yawm al-Khuruj? Wo hinauskommen? Aus der Erde, aus ihren Gräbern. Sie werden aus ihren Gräbern herauskriechen. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat und wir noch ausführlich besprechen werden, inshallah ta'ala. Also Allah ta'ala, er verwendet für den jüngsten Tag ganz verschiedene Namen, um uns aufzuzeigen, was an diesem Tag alles geschehen wird. Und das, was an jedem Tag geschehen, das sind die ersten Namen, die wir jetzt gehört haben, ist, dass die Menschen wiederbelebt werden, ohne Ausnahme, aus ihren Gräbern herauskommen werden. Und jetzt kommen noch weitere Namen, die andere Eigenschaften des jüngsten Tages hervorheben. Und zwar haben wir Al-Qari'a. Was? Al-Qari'a. Einfach nur Al-Qari'a. Wie Al-Sa'a. Die Stunde. Und jetzt was? Al-Qari'a.
Und ich glaube, jeder von uns weiß, wo das vorkommt. Und zwar in Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Die Qari'ah. Was ist die Qari'ah? Und was lässt sich wissen, was die Al-Qari'ah ist? Und hier haben wir wieder Al-Ta'anith, ja, diese Steigerungsform. An welcher Stelle haben wir noch Al-Qari'ah im Koran? Kazzabat Thamud wa Adun bin Qari'ah. Thamud und Ad haben die Qari'ah verleugnet. Was bedeutet Al-Qari'ah? Was bedeutet Al-Qari'ah? Was heißt denn Qara'ah im Arabischen? Genau, das ist Qara'ah, barakallahu fiki. Pochen, Qara'ah al-Bab, pocht an die Tür. Qara'ah al-Bab heißt was? Er pocht an die Tür. Aber kann auch durchaus etwas heftiger sein. Und dementsprechend, was ist Al-Qari'ah? Al-Qari'ah ist die Pochende. Ist was? Die Pochende. Warum heißt sie so? Die Gelehrten haben gesagt, summiyat bidhalika li'annaha taqra'u al-quluba bi-ahwaliha, la ilaha illallah. Sie wurde so genannt, weil sie nämlich die Herzen pochen lässt aufgrund ihrer schwierigen und schlimmen und angsteinflößenden Umstände. Sie lässt die Herzen regelrecht beben. Ein weiterer wichtiger Aspekt des jüngsten Tages. Der jüngste Tag ist ein Tag, an dem die Menschen Angst haben werden. Die Menschen werden voreinander fliehen. Die Menschen wissen nicht wohin. Die Menschen versuchen sich zu retten. Aber es gibt keine Möglichkeit. Es gibt keinen Ort, wo ich mich verstecken kann. Ich bin der Angst ausgesetzt. Und deswegen, was werden die Menschen machen am jüngsten Tag? Sie werden zu den Propheten rennen und sie werden sagen, bitte leg für uns ein Wort bei Allah ein. Mach für uns Fürsprache, Shafa'ah. Und wie werden die Propheten antworten? Von Adam alayhi salam bis Isa? Sie werden sagen, Inna Rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. لن يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد وبعده مثله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mein Herr ist heute so zornig, wie er noch nie zuvor gewesen ist und nie wieder sein wird. Die Menschen werden an diesem Tag Angst haben. Das ist Al-Qari'ah. Dann eine weitere. Ein weiterer Name und gleichzeitig eine Eigenschaft für diesen Tag ist was? Yawm al-Fasl. Yawm al-was? Yawm al-Fasl. Allah Ta'ala, er sagt, هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Surat As-Safat, Vers Nummer 21. Das ist der Tag von Al-Fasl, den ihr zu verleugnen pflegtet. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Dies ist der Tag von Al-Fasl, an dem wir euch mit den Ersten versammeln. Was heißt denn Al-Fasl? Was bedeutet dieses Wort Al-Fasl? Na, die Schwestern. Das heißt Fasl. Was ist damit gemeint? Ja. Ja, es ist etwas, was trennt. Man sagt sozusagen, Al-Fasl ist etwas, was trennt. Deswegen, du hast auch Klassen. Im Arabischen sagst du, Al-Fasl al-Awwal, Al-Fasl al-Thani. Ja, die erste Klasse, die zweite Klasse, da werden Schüler voneinander was? Getrennt, Fusul. Und genau das ist es, worum es geht. Ja? Auf der einen Seite wird Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen in Gruppen unterteilen. Er wird die Menschen was? In Gruppen unterteilen. Sodass die Gläubigen eine Gruppe bilden, die untereinander, die verschiedenen Völker und Propheten werden jeweils eine Gruppe haben. Wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt. Ich habe gesehen, wie ein Prophet eine kleine Gruppe von Menschen um sich herum hatte. Wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ein Prophet mit ein, zwei Leuten. Wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ein Prophet, der niemanden hat. Ja? Das heißt, die Menschen werden in Gruppen unterteilt.
Jeder hat seinen Imam. Jeder hat seinen Führer. Je nachdem, was du in der Dunya befolgt hast, hast du deinen Führer. يُحْشَرُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. Der Mensch wird versammelt mit denjenigen, die er liebt. Mit diesen Menschen wirst du auch zusammen sein am jüngsten Tag. Das heißt, wenn du Menschen geliebt hast, die Allah fürchten, auch wenn du vielleicht nicht so gut gewesen bist, selbst nicht so fromm gewesen warst, aber du liebst diese Menschen, Allah Ta'ala, er wird dich am jüngsten Tag mit diesen Menschen zusammen sein lassen. Subhanallah, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. Der Mensch ist mit denjenigen zusammen, die er liebt. Und wenn du aber die ganze Zeit nur Menschen geliebt hast, die fernab von Allah sind, die vielleicht sogar Allah bekämpfen, dann wirst du mit ihnen auch am jüngsten Tag zusammen sein. هذا يوم الفصل. Das ist der Tag der Trennung. Aber Al-Fasl hat noch eine andere Bedeutung, was auch mit Trennen zu tun hat. Und zwar Al-Fasl bayn al-Ibad. Was heißt das? Dass Allah subhanahu wa ta'ala unter seinen Menschen und Dienern entscheiden wird und zeigen wird, was die Wahrheit und was die Unwahrheit ist. Das heißt, Allah Ta'ala, er wird die Wahrheit klar und deutlich hervorheben und die Unwahrheit klar und deutlich hervorheben. Dass jedem klar wird, was richtig und was falsch gewesen ist. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Dein Herr, er wird wahrlich unter ihnen dann entscheiden, am jüngsten Tag, worüber sie uneins gewesen sind. Allahu Akbar. Das heißt, an diesem Tag wird klar werden, wer Recht hatte und wer Unrecht hatte. Subhanallah. Yawm al-Fasl. Kommt alles zum Vorschein. Die Wahrheit kommt zum Vorschein. Dann, als nächstes, das ist der Name, den wir alle kennen, weil wir ihn jeden Tag, auch in unserem Gebet, immer wieder aufsagen. Und zwar Yawm al-Din. Yawm al-Din. Was heißt das eigentlich? Yawm al-Din. Wie übersetzen wir das immer? Tag des was? Tag des Gerichts. Tag des Gerichts. Din ist doch Religion. Was hat das mit Gericht zu tun? Was hat Din mit Gericht zu tun? Din ist doch Religion. Dini al-Islam. Eine Religion ist der Islam. Warum sage ich nicht der Tag der Religion? Warum übersetze ich das als Tag des Gerichts? Haben wir hier einen Übersetzungsfehler? Ja, was heißt denn Din? Von welchem Verb kommt ein Din im Arabischen? Von welchem Verb? Dane yadinu, deinen. Und was heißt Dein? Schuld. Ah, das heißt Din kommt in erster Linie von was? Von Schuld. Ich habe ein Schuldverhältnis. Ich schulde Allah etwas. Und dementsprechend wird Allah subhanahu wa ta'ala unter uns was richten? Mir sagen, ob ich meine Schuld erfüllt habe, ihm gegenüber oder nicht? Und ob ich meine Schuld gegenüber dem Menschen erfüllt habe oder nicht? Das ist der Tag, wo ich zur Rechenschaft gezogen werde. Für das, was ich getan habe. Der Tag der Abrechnung. Der Tag des Gerichtes. Der Tag, an dem ich Rechenschaft ablegen muss für all meine Taten. Und als nächstes haben wir As-Sakha. Wie was? As-Sakha. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتْ As-Sakha. Wenn die As-Sakha kommt. Und was bedeutet denn As-Sakha? As-Sakha kommt, wie es At-Tabari gesagt hat, أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمه. Was heißt das? من صخ فلان فلانا إذا أصمه. Oder wie es Ibn al-Arabi gesagt hatte, الصاخة التي تورث الصمم إنها المسمعة. Was bedeutet das? الصاخة ist ein unglaublich lautes Geräusch, was so laut ist, dass es dich gehörlos macht, taub macht. Allahu Akbar. Ein so betösendes Geräusch, das dich taub macht. Und dementsprechend, As-Sakha
ist das, was so unglaublich laut ist, dass es die Menschen taub werden lässt. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag als As-Sakha bezeichnet? Was ist der Grund? Wiefern hat das Ganze mit diesem lauten Ton, diesem lauten Schrei zu tun? Und zwar, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag einleiten wird. Durch was? Allah subhanahu wa ta'ala, er wird diesen Tag einleiten durch einen Posaunenstoß. Und dieser Posaunenstoß, al-Nafkhatu fis-Sur, wird alles, was es in diesem Universum gibt, sterben lassen. Wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Und dementsprechend heißt was? As-Sakha. Dann, wie wird der jüngste Tag im Koran noch genannt? Und zwar At-Tammatu al-Kubra. At-Tammatu al-Kubra. Und was heißt At-Tammatu al-Kubra? Allah Ta'ala, er sagt, فَإِذَا جَاءَتِ At-Tammatu al-Kubra, wenn die At-Tamma al-Kubra kommt. Und At-Tamma bedeutet so viel wie etwas, was überwältigend ist, was über dich kommt. Ala. Und genauso auch handelt es sich um den jüngsten Tag. Es ist überwältigt dich. Es ist wie hier übersetzt, wenn dann der größte überwältigende Umsturz kommt. Allahu Akbar. Wie eine Art Umsturz. Es kommt plötzlich. Es kommt über dich. Du kannst dagegen nichts tun. Wie eine Lawine, die über dich kommt und du kannst dich gegen sie nicht wehren. Du versuchst zu fliehen, aber es geht nicht. Und genauso auch ist es mit dem jüngsten Tag. Er kommt plötzlich und er überwältigt dich und du kannst nichts dagegen tun. Du bist ihm komplett hilflos ausgeliefert. Das ist die, was? At-Tammatu al-Kubra. Fa-idha ja'ati at-Tammatu al-Kubra. Dann ebenfalls ein weiterer Name. Yawm al-Hasra. Yawm al-Hasra. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Warne sie vor dem Tag der Hasra. Was ist eine Hasra? Was bedeutet Hasra, das Wort? Der Hasr. Was bedeutet das? Das bedeutet so viel wie bereuen. Dass ich etwas bereue. Und deswegen warne sie vor dem Tag der gramvollen Reue. إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, wenn die Angelegenheit entschieden sein wird. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, während sie all dessen unachtsam sind. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, und während sie noch nicht glauben. Das ist der Tag, wo die Menschen bereuen werden, weil sie nämlich sehen werden, ich habe alles verloren. Es hat sich nicht gelohnt, für diese Dunya zu leben, für diese Dunya zu kämpfen, für diese Dunya Schlechtes zu tun, für diese Dunya Unrecht zu tun, für diese Dunya zu töten. Es bringt alles nichts. Aber das werden sie erst im Jenseits bereuen und nicht in dieser Dunya. Dann, als nächstes. Al-Rashia. Al-Rashia. Was ist Al-Rashia? Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Hal ataka hadithu Al-Rashia. Ist zu dir die Nachricht von Al-Rashia gekommen? Was bedeutet denn Al-Rashia? Al-Rashia kommt von Rashia und Rasha. Und Rasha heißt so viel wie etwas überdecken. Dass etwas überdeckt wird. Und was konkret wird überdeckt? Und zwar, die Gelehrten sagen, سُمِّيَتْ بِذَلِكْ لِأَنَّهَا تَغْشَى النَّاسَ بِأَفْزَاعِهَا وَتَغُمُّهُمْ. Sie wird danach benannt. Warum? Weil sie nämlich, der jüngste Tag, er wird die Menschen überdecken mit Ängsten. Überall werden Ängste sein. Von überall kommt etwas Gefährliches. Und deswegen bezeichnet Allah subhanahu wa ta'ala sie als was? Als Al-Rashir. Ebenfalls sagen einige Gelehrte, das gemeint ist damit, dass die Ungläubigen umgeben werden und überdeckt werden vom Höllenfeuer. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. An jenem Tag, wo die Strafe, sie, also die Ungläubigen, ja, dann
von oben und von unten unter ihren Füßen umgeben wird. Komplett bedeckt und umgeben von Strafe. Dann als nächstes, Yawm al-Khulud. Es ist der Tag der Ewigkeit. Udkhuluha bisalam, dhalika yawm al-Khulud. Tretet ein in Frieden, das ist der Tag der Ewigkeit. Es gibt danach nichts mehr, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Dann, Yawm al-Hisab, der Tag der Abrechnung. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht immer wieder über diesen Tag, an dem abgerechnet wird mit den Menschen. Und Allah ta'ala, er nennt diesen Tag Yawm al-Hisab, damit ich mich als Mensch vorbereite auf diesen Tag. Damit ich schon in der Dunya mit mir abrechne, bevor Allah subhanahu wa ta'ala mit mir abrechnen wird. Dann ebenfalls Al-Waqi'ah. Was heißt denn Al-Waqi'ah? Es ist einfach nur das Ereignis. Es ist das Ereignis überhaupt. Iza waqa'at al-waqi'ah, eine ganze Sura wurde danach benannt. Wenn das Ereignis eintreffen wird, und es wird eintreffen, es wird sicher eintreffen, daran besteht kein Zweifel. Dann Yawm al-Wa'id. Der Tag der Androhung, der Tag, der angekündigt wurde und den Menschen angedroht wurde. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Und dann wird ins Horn geblasen und das ist der Tag, der versprochen wurde. يَوْمَ الْأَزِفَ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَ. Was heißt الْأَزِفَ? Das, was nahe steht. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, dass der jüngste Tag nahe ist. Wir sehen es etwas Weites. Innahum yarawnahu ba'ida. Sie sehen es etwas sehr Weites, noch sehr weit in der Ferne. Wa narahu was qariba. Wir sehen es als etwas, was sehr nahe ist. Es liegt für mich sehr weit entfernt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es, auch ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sterben werde. Es ist für mich sehr weit entfernt. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala ist das sehr nah. Und dementsprechend Allah ta'ala, er warnt uns und er sagt, Azifatil Azife, die Azife, also der Tag, der nahe steht, er ist nahe gekommen. Laysa laha min dunillahi kashifa. Man kann sich vor Allah subhanahu wa ta'ala davor nicht schützen. Es wird eintreten. Dann, Yawm al-Jam'a. Es ist ein Tag, an dem alle versammelt werden. Von Al-Jam'a, Jam'a, wo die Menschen versammelt werden. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهُ وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Allah hat den Propheten geschickt, damit er die Menschen warnt vor dem Tag der Versammlung, an dem es keinen Zweifel geben wird. Surat Ashura, Vers Nummer 7. Dann Al-Haq, das ist das Letzte, was wir, glaube ich, der Letzte jetzt, den wir erwähnen werden. Nee, komm noch. Einige inshallah ta'ala, aber wir sind gleich fertig bei Iznillahi Azza wa Jalla mit den Namen. Al-Haq. Ja? Kommt von was? Von Haq. Also das, was sicher eintreten wird, was absolut der Wahrheit entspricht. Und es gibt eine Sura, die danach benannt wurde. Nämlich welche Sura? Al-Haqqatu, Mal-Haqqatu, wa ma adraka, Mal-Haqqa. Dann, Yawm At-Talaq. Der Tag, an dem die Menschen aufeinander treffen werden. Allah Ta'ala, er sagt, لِيُنْذِرَ يَوْمْ التَّلَاقِ, um die Menschen zu warnen vor dem Tag der Begegnung. Surat Ghafir, Vers Nummer 15. Und warum heißt es so? Ibn Kathir, er sagte, يَوْمْ التَّلَاقِ heißt يَوْمْ التَّلَاقِ, weil Adam dort versammelt werden wird an jenem Tag mit dem letzten seiner Kinder. Allahu Akbar. Das heißt, der erste Mensch und der letzte Mensch werden an jenem Tag zusammenkommen. Der erste Mensch Adam wird zusammenkommen mit dem letzten Menschen. Man kann sich das kaum vorstellen. Du wirst deine ganzen Urgroßväter, bis Adam a.s. wirst du dort alle treffen. Und das ist der Tag, an dem die Menschen zusammenkommen werden. Yawm al-Tanat, der Tag, an dem man sich gegenseitig zurufen wird. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاتِ. Und o mein Volk, Surat Ghafir, Vers Nummer 32, ich habe Angst um euch in Bezug auf den Tag des At-Tanat, von At-Tanadi, von Yunadi,
Was heißt denn das? Wo wird denn dann zurufen? Warum heißt der Tag Yawm al-Tanat? Was wird da genau geschehen an dem Tag? Warum nennt Allah Ta'ala den jüngsten Tag Yawm al-Tanat? Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns im Koran, in Surat al-A'raf, dass die Höllenbewohner und die Paradiesbewohner einander zurufen werden und sogar miteinander sprechen werden. Allahu Akbar. Es ist ein Tag, an dem sich die Menschen zurufen werden. Es ist ein Tag, wo, aber bevor man schon ins Paradies eintreten wird, die Menschen miteinander kommunizieren werden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns Beispiele gegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es wird am jüngsten Tag jemanden geben, der um seine Eingeweide herumlaufen wird, genauso wie ein Esel um einen Brunnen läuft, um das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Und dann werden die Menschen ihn rufen. Du, wir kennen dich doch. Du warst doch derjenige, der immer die Menschen zum Guten aufgerufen hat. Und ihnen immer gesagt hat, sie sollen das nicht machen, weil das Haram ist, das Schlechte verwertet. Und dann wird dieser Mann sagen, ja, ich habe euch zum Guten aufgerufen, aber es selbst nicht praktiziert. La ilaha illallah. Und ich habe das Schlechte verwehrt und immer gesagt, das ist Haram, aber es selbst immer gemacht. La ilaha illallah. La hawla la quwwata illa billah. Das heißt, die Menschen werden kommunizieren, sie werden sich sehen, werden reden miteinander. Dann wird es Menschen geben am jüngsten Tag, die laufen rum mit einer Fahne. Wisst ihr, was auf dieser Fahne steht? Da steht drauf, Radir, Verräter. Guckt ihr mal diesen Verräter an. Wir haben den Vertrauten, der hat uns verraten. Yawm al-Tanat, die Höllenbewohner und die Paradiesbewohner während des jüngsten Tags. Und dann, Yawm al-Tanat, wenn es dann zur Abrechnung kommt, dann wirst du Allah sagen, ja Allah, da ist noch jemand, der schuldet mir etwas. Und dann wirst du ihn rufen oder er wird dir gebracht und du wirst ihm sagen, du hast mir das und jenes angetan. Gib es mir wieder zurück. Und dann wird er es dir in Hasanat zurückgeben müssen. Subhanallah. Yawm al-Tanat. Wa anzirhum inni akhafu alaykum yawm al-Tanat. Ich habe Angst um euch. In Bezug auf den Tag von al-Tanat. Dann, was haben wir noch? Yawm al-Taghabun. Oh, es gibt eine Sura, die heißt Sura was? Al-Taghabun. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. Was heißt denn التغابن? Diejenigen, die Tafsir mit mir gemacht haben, die müssen das wissen. Außer sie haben es vergessen. Was heißt denn التغابن? Von was kommt denn التغابن? Was ist denn Ruben im Arabischen? يغبن فلانا. غبنا. Rabbana heißt, nein, das ist Kari, also das ist so Dorina, aber Rabbana ist was anderes. Zu wenig verkauft oder zu viel verkauft. Genau, Barakallahu Fik. Wenn ich im Grunde genommen jemanden etwas verkaufe und dabei Verlust mache. Und Tarabun ist der Tag, hier übersetzt als der Übervorteilung. Der Tag, an dem ich merke, was ich für Verluste gemacht habe. Und zwar gegenseitig. Das ist was? Yawm al-Taghabun. Der Tag der Übervorteilung. Oder es ist der Tag, an dem die Menschen sich einander beneiden werden. Die Höllenbewohner. Ja? Nicht beneiden werden. Das finde ich gerade durcheinander, ich habe es gerade. Und zwar, wo die Leute einfach froh sein werden darüber, was sie bekommen haben und sehen werden, was die anderen an Verlust haben. Die Paradiesbewohner werden froh sein. Alhamdulillah. Ja? Wir haben das Paradies und sie sehen die Höllenbewohner, in was für einem Zustand sie sich befinden. Und umgekehrt genauso. Die Höllenbewohner werden sagen, mein Gott, was habe ich verloren? Hätte ich doch das getan, was sie getan haben. Das ist Yawm al-Taghabun. Und dann, das glaube ich, das müsste es jetzt gewesen sein, genau, das sind die Namen gewesen.
die wir jetzt im Koran haben, in Bezug auf was? In Bezug auf den jüngsten Tag. Also wir sehen, subhanallah, so viele Namen, die der Koran erwähnt hat. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 22 Namen erwähnt, ja, vom jüngsten Tag, welche alle Eigenschaften des jüngsten Tages in den Vordergrund stellen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبارك الله فيكم.